Ich will jetzt hier noch ein kurzes Interview führen mit meinem Kollegen hier. Moritz! Genau, jeder weiß, was er ist. Ja, also wir fangen jetzt einfach mal an, hier einfach ein Gespräch zu führen, weil es anscheinend ziemlich schwer ist, einfach hier loszulegen. Er hat nur noch 9 Minuten Zeit. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du schon was mitbekommen über die aktuelle Lage, über die aktuelle Kriegssituation. Ich habe nämlich zum Beispiel, ich frag dich jetzt einfach, was los ist. Das ist am besten, genau. Kannst du mir mal vielleicht erzählen? Genau. Kannst du mir vielleicht mal erzählen, was in den letzten Wochen wieder außenpolitisch geschehen ist? Hast du da was mitbekommen? Ich habe jetzt zum Beispiel mitbekommen, dass zum Beispiel jetzt hinsichtlich EU, ja, die EU-Kommission mal wieder schön gezeigt hat, die Bürger am Arsch vorbeigehen. Nämlich die hat die Europäische Bürgerinitiative gegen TTIP und CETA hat die jetzt abgelehnt. Und das sind jetzt zum Beispiel die beiden Freihandelsabkommen, die jetzt ordentlich den Wohlstand bedrohen, den wir in Europa. Haben sie jetzt beschlossen? Mittlerweile, oder? Also CETA ist kurz vor der Abstimmung, TTIP kommt noch. Was bedeutet kurz vor der Abstimmung? Bei CETA geht das jetzt bald los, dass die EU-Mitgliedsländer da drüber abstimmen müssen. Und dass die EU-Mitgliedsländer darüber abstimmen müssen, also die Regierungen stimmen darüber ab und am Ende stimmt das EU-Parlament darüber ab und dann die EU-Kommission. Die EU-Kommission wird ja sagen, das ist denen scheißegal, was mit den Leuten passiert, von daher. CETA, das ist ein Freihandelsabkommen, ja, zwischen den USA und der EU. CETA ist zwischen Kanada und der EU. Zwischen Kanada. Und was würde das für die EU bedeuten, wenn das Abkommen beschlossen wird? Das würde dann bedeuten, dass Konzerne Staaten auf entgangene Gewinne verklagen können. Das kann man sich so vorstellen, wie das was Vattenfall jetzt mit Deutschland macht, also beziehungsweise mit Deutschland gemacht hat, dass die wegen dem Ausstieg aus dem Atomausstieg, also aus diesem Dreifachausstieg, was das war, also diese Sache, wo sie dann plötzlich nochmal gesagt haben, ach nee, wir wollen doch keine Atomkraft, da hat ja Vattenfall Deutschland verklagt, vor so einem internationalen Schiedsgericht. Also ein Energiekonzern, ein Megakonzern. Genau, und sowas kann dann weiterhin möglich sein. Das kann uns zum Beispiel bedeuten, dass wenn, was hätten wir denn für ein schönes Beispiel? Ja, wenn jetzt zum Beispiel, Monsanto was gegen die Gentechnik, gegen die Kennzeichnung von gentechnisch verändertem Lebensmittel hätte, die wir ja hier in Europa haben, dann könnten die zum Beispiel hingehen, dann die EU verklagen, wenn die nicht bereit sind, dieses Siegel wegzumachen. Also dass diese verpflichtende Kennzeichnung wegzumachen, weil die sehen, weil Monsanto sieht ja darin ihre Profite geschmälert. Also absolut nicht im Sinne der Bevölkerung, der Europäer. Genau das. Und ja, was ich jetzt halt eben mitbekommen habe, die EU-Kommission, die hat jetzt halt eben einfach mal gesagt, nee, wir akzeptieren keine europäische Bürgerinitiative gegen TTIP und CETA, also gegen die beiden Freihandelsabkommen, die momentan... Akzeptieren keine Bürgerinitiative? Ja, das geht ungefähr so. Also es gibt ja dieses Konstrukt der europäischen Bürgerinitiative und das geht so... Dass halt eben, wie bei einer normalen Petition, man sammelt die Bürger können da unterschreiben und damit der EU-Kommission sagen, was sie zu tun hat. Nur die EU-Kommission, bei der EU-Kommission ist dann, die muss das dann auch nicht umsetzen. Also heiße Luft, Vorschläge, die man dann in den Mülleimer kippen könnte, wenn man wollte. Ja, beziehungsweise es hängt komplett von der EU-Kommission ab, was jetzt da umgesetzt wird und was nicht. Also beziehungsweise ob die jetzt danach handeln oder nicht. Und jetzt hat die EU-Kommission sogar noch nicht mal den Nerv dazu, beziehungsweise die will jetzt noch nicht mal, dass die Bürger sagen können, nein, wir sind gegen TTIP und gegen CETA. Ja, aber was, wenn ich das jetzt mache, wenn ich sage, ey, ich bin gegen TTIP, gegen CETA? Ja gut, du kannst natürlich immer noch demonstrieren dagegen. Das ist natürlich weiterhin. Nee, es ist nur so, es geht nur halt eben nicht mit diesem schönen Instrument. Ja, was heißt schön? Also mit diesem Instrument der Europäischen Bürgerinitiative. Da geht es halt eben nicht, weil da sagt die EU-Kommission einfach mal pampig, nee, wollen wir nicht. Also du sagst, im Moment werden wieder Beschlüsse hier ausgeheckt, die gegen unseren Willen und gegen unsere Vorstellung von Leben sind, ja? Vielleicht noch irgendwie was, irgendwas über den Irak im Moment oder Ukraine. Ich habe keinen Computer, ich habe keinen Fernseher, ich bin momentan komplett
ausgeschaltet und ja, wer ist nicht? Ich habe jetzt nur gehört, dass also diese Sanktionen, die gehen jetzt nach hinten los. Also diese Sanktionen, die haben jetzt schon Auswirkungen, nämlich dass hier, ich muss dazu sagen, das sind jetzt halt eben so die Betrachtungsweisen, die man auch in den traditionellen Medien so findet. Also dass nämlich das Wirtschaftswachstum schon runtergegangen ist. Durch die Sanktionen der EU gegenüber Russland. Genau. Die Sanktionen haben sich schon ausgewirkt. Und Russland, die können ja das Öl ja noch woanders hin verkaufen. Die wird es nicht so treffen. Beziehungsweise, da habe ich auch mitbekommen, wo dann diese Sanktionen gegen verhängt wurden, dass nicht mehr Lebensmittel nach Russland exportiert werden können von der EU aus. Da hat sich dann direkt Argentinien gemeldet und beziehungsweise südamerikanische Länder haben sich gemeldet und haben Russland dann gesagt. Was eigentlich ganz klar war. Ja. Dass irgendjemand dann kommt und sich freut. Ja, ich hab die Warte auch. Ja, Argentinien freut sich, also ich denke mal, die werden sich besonders freuen. Die haben ja momentan sowieso ein Problem mit ihren den Finanzen. Also ja, die werden sich freuen, wenn die mit Russland Geschäfte machen können, ja. Und was glaubst du, was der Sinn und Zweck der ganzen Aktion ist, in Ukraine jetzt spezifisch? Mehrere Gründe. Einerseits, um von TTIP abzulenken, weil da gab es ja schon seit Anfang des Jahres oder sogar Ende des letzten Jahres, wurde da schon dagegen gewettert. Das ist ein Grund, aber es ist nicht der Hauptgrund. Die Hauptgründe, die sind, dass die EU halt eben sich von Russland abkoppelt, also wieder so, dass wir wieder so eine Art kalten Krieg haben und wieder mal dass die EU nicht mehr abhängig ist von Russland, sondern dann von den USA noch stärker abhängig wird und dann noch mehr nach der Pfeife der USA tanzt. Also würde man sich nach deiner Sicht freuen, wenn die Gaszufuhr aus Russland gestoppt würde? Also wäre das hier von Vorteil, der möchte. Also es wäre von Vorteil der Regierung, für die Regierungen, ja, ich weiß nicht. Also es von der USA auf jeden Fall. Ja, die USA würden sich freuen, wenn die EU stärker abhängig wird von den USA und deren Konzerne erst. Oh, die. Aber da spielt Russland ja natürlich nicht mit. Der Putin ist ja auch nicht gerade der Dümmste. Ist noch jemand mutig? Kann mir irgendwelche Fragen beantworten? Wie gesagt, ich bekomme überhaupt nichts mit. Ah doch, ich habe ja was mitbekommen. Genau, kann ich dich vielleicht auch mal noch was drüber fragen. Da gab es doch, ich glaube, gestern diese Demonstration, wo Angela Merkel sogar mitgewirkt hat. Hat das irgendjemand mitbekommen? Da gab es so eine Demonstration, nie wieder Judenhass oder sowas. Und da wurden Israel-Kritiker halt in die Mangel genommen halt. Wenn man jetzt zum Beispiel, man versucht halt immer mehr Israel zu einem jüdischen Staat zu erklären, sodass es halt so ist, dass wenn ich Kritik an Israel übe, dass man mich sofort als Antisemit darstellen kann. Und das machen die deutschen Politiker sind da auch extrem hinter diesem Plan und haben in Berlin jetzt gestern demonstriert. Gegen die Israel-Hetze, gegen die Juden-Hetze, die angeblich stattgefunden hätte. Also in meinen Augen waren das alles nur wütende Palästinenser, weil ihre Häuser oder ihre Familien zu Hause angegriffen wurden. Hast du was von der Demonstration mitbekommen? Oder ich habe nur ganz kurz Bericht gesehen. Oder wer hat es mitbekommen? Wer kann was dazu sagen? Das wäre nett. Niemand. Ich habe das gestern überhaupt nicht mitbekommen. Ich war gestern auch total K.O. wegen Erkältung. Ja. Naja. Okay, wer weiß was zum Beispiel über die aktuelle Situation im Irak? Das ist aber nicht sehr gut. Ich dachte, ihr wisst mehr. Aber ja, wir wollen mal schon was wissen. Tschüss, mein Freund. Ciao, Moritz. Applaus für den Moritz, bitte. Ja, Leute, ihr müsst mir schon hier ein bisschen helfen. Ich habe langsam wirklich alles gesagt. Ich stehe jetzt hier auch schon seit locker 10, 12, 13, 14, 15 Wochen jeden Montag mit den Leuten zusammen. Und wir hoffen immer noch, dass neue Leute sich dazu bekennen, die auch öffentlich Kritik üben. Weil das hier ist leider kein Land der Freiheit. Und ich glaube, das hat so langsam auch jeder verstanden. Der Euro, der wird uns auch nichts bringen. Das hat jeder schon gewusst. Jeder hat das gewusst.
Warum ist es durchgesetzt worden schon wieder? Was soll das alles? Das ist doch Quatsch. Leute, ich bitte euch, ey, ich stehe hier wie Clown. Ey! Du stehst da, ich stehe da nicht, ne? Naja, dann machen wir eben wieder Musik, wenn alles okay ist und.